Und Gott hat mir ein Thema aufs Herz gelegt, das eigentlich auch sehr passend ist. Und ich habe es dann so genannt, der Weg der Gerechtigkeit. Die Bibel spricht davon, dass es zwei Wege gibt. Der eine Weg, die Bibel sagt, das ist der breite Weg, der in die Verdammnis führt. Und es gibt einen Weg, der zum ewigen Leben führt. Und davon spricht die Bibel, das ist ein schmaler Weg mit einer engen Pforte. Und die Bibel sagt, dass nur wenige diesen Weg finden. Das heißt, eine kleinere Gruppe als diejenigen, die auf dem breiten Weg geht, die in das Verderben führt. Und ich möchte heute über einige Eigenschaften sprechen oder was ganz wichtig ist, dass wir wirklich auf diesem Weg der Gerechtigkeit sind, auf dem schmalen Weg, der zum Himmel führt. Und dass wir heute unser Leben überprüfen, ob bei mir all diese Dinge wirklich vorhanden sind. Bin ich auf diesem Weg oder vielleicht noch nicht? Vielleicht ist jemand da, der sagt, da stimmt einiges noch nicht in meinem Leben. Dann möchte ich, dass du dies korrigierst, und Gott gibt heute noch diese Möglichkeit, dass wir umkehren können, ja, und auf diesem Weg der Gerechtigkeit unser Heil finden können. Ich möchte lesen aus Matthäus, dem 21. Kapitel, vom 23. bis zum 32. Vers. Matthäus 21, 23 bis 32. Ich werde diesen Abschnitt in einer anderen Übersetzung lesen. Das ist die Schlachtzeit 2000. Ja, die ist deswegen nicht ganz vielleicht identisch mit dem Text, den wir hier aufgeleuchtet haben. Und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sprachen: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Siehe, als ich das gerade noch mal so übergelesen habe, habe ich eigentlich gedacht, was für ein Irrsinn. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die kommen zu Jesus und fragen ihn, in welcher Vollmacht tust du diese Zeichen und Wunder? Sie haben gesehen, wie Blinde sehend wurden. Sie haben gesehen, wie Lahme gehen konnten. Sie haben gesehen, wie Aussätzige gesund wurden. Sie haben gesehen, dass Besessene frei wurden. Und sie haben selbst sehen können, wie Tote lebendig wurden. Sie haben gehört, was Jesus gepredigt hat. Und dann zu kommen und zu fragen, aus welcher Vollmacht tust du dies, ist eigentlich paradox. Es gibt nur einen, der dies bewirken kann, und das ist Gott. Und damit hat Jesus ihnen eigentlich klar und deutlich gezeigt. Er hat ihnen sogar einmal gesagt, wenn ihr schon an mich nicht glaubt und meinen Worten nicht glaubt, glaubt mir um der Werke willen. Seht doch, was für Werke passieren. Kann jemand anders als Gott solche Dinge tun? Tote auferwecken? Und wisst ihr, Geschwister, mir ist es als, ja, es ist eigentlich auch heute in dieser Zeit sehr oft so. Menschen, die wirklich Gott eigentlich ablehnen in ihrem Leben, die suchen und stellen solche Fragen, solche dummen Fragen eigentlich, solche törichten Fragen. Ja, die Bibel sagt in einem Psalmwort, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Es gibt Menschen, die versuchen, Theorien aufzustellen, versuchen, alles Mögliche sich einfallen zu lassen, um Gott irgendwie wegzudiskutieren, Jesus Christus irgendwie seine Vollmacht zu nehmen. Aber so wie damals, ja, sie sagen, Jesus, aus welcher Vollmacht machst du das? Und er stellt ihnen eine Frage, er gibt ihnen keine direkte Antwort. Und Jesus antwortet und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, will ich euch auch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selber und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so müssen wir die Volksmenge fürchten, denn sie alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Ich weiß, auch hier sehen wir, ja, dass sie sich eine Ausrede gesucht haben. Hier stellt Jesus ihnen eine konkrete Frage
Und sie verstehen selber ganz genau, wenn wir jetzt richtig antworten, dann sind wir in einer Falle. Das ist das Bild eines gottlosen Menschen. Ein Menschen, der Gott in seiner Autorität nicht akzeptieren will. Und sie müssen zu einer Ausrede Zuflucht nehmen. Sagen, wir wissen es nicht. Und Jesus sagt, okay, dann werde ich euch auch nicht antworten. Die Bibel sagt uns, mit dem Verkehrten ist Gott auch verkehrt. Und mit den Aufrichtigen ist Gott aufrichtig. Und deswegen, es ist so wichtig, wenn wir den Himmel erreichen wollen, ja, wenn wir Gott kennenlernen wollen, ist es wichtig, dass wir aufrichtig sind. Und das war hier offensichtlich nicht der Fall bei den Pharisäern. Wir lesen weiter. Was meint ihr? Jesus gibt ihnen dann noch ein Gleichnis, ja, und sagt ihnen ein Gleichnis. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste. Da spricht Jesus zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihn nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm, und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Schwestern, wir sehen hier, ja, Jesus sagt, Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit. Er hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr wolltet diesen Weg nicht annehmen. Es gab welche, die haben diesen Weg angenommen. Es gab welche, die haben Johannes zugehört und haben das angenommen. Und es gab welche, die haben zugehört, haben es eigentlich verstanden, aber haben es nicht angenommen. Sie haben es abgelehnt. Ich möchte vielleicht einen ganz kurzen Abschnitt lesen aus dem Leben des Johannes des Täufers. Wie er gepredigt hat, was er gepredigt hat. Was war denn dieser Weg der Gerechtigkeit, von dem Johannes gesprochen hat und den Jesus anerkannt hat als Weg der Gerechtigkeit? Jesus sagt hier, Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit. Er hat euch quasi die Wahrheit gesagt und die, die es angenommen haben, haben diesen Weg betreten und sind letzten Endes auf den richtigen Weg gekommen. Ich lese Matthäus 3 von Anfang, 10 Verse. Zu der Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Da ging zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm im Jordan und bekannten ihre Sünden. Als er nun viele Pharisäer und Sadduzäer sah zu seiner Taufe kommen, sprach er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Darum, jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Wir sehen, Johannes hat keine Schmeichelreden gehalten. Ja, es war keine schön klingende Predigt, die er gehalten hat. Ihr Schlangenbrut, sagt er zu den Pharisäern. Wer hat euch gesagt, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Und trotzdem, obwohl seine Rede oft sehr hart war und Johannes manchmal sehr direkt über Sünde gesprochen hat. Die Bibel sagt uns hier, es kam zu ihm hinaus Jerusalem, ganz Judäa und alle umliegenden Länder am Jordan und ließen sich taufen von ihm und bekannten ihre Sünden. Sie haben verstanden und haben gemerkt, dieser Mann hat in der Vollmacht Gottes gepredigt.
Von Johannes heißt es, dass er von Mutterleibe an mit dem Heiligen Geist erfüllt war, getauft war, voll des Heiligen Geistes. Und seine Predigt hat die Menschen voll ins Herz getroffen. Und sie kamen und haben Buße getan. Johannes hat auch so angefangen mit seiner Predigt: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und die Menschen haben das angenommen. Und das war der Weg der Gerechtigkeit. Dass sie sich als Sünder bekannt haben. Die haben gesagt, ja, wir haben gesündigt, wir haben böse gehandelt, wir haben Unrecht getan. Und indem sie das bekannt haben und sich taufen lassen haben, sagt Jesus, haben sie den Weg der Gerechtigkeit betreten. Das heißt, der Weg der Gerechtigkeit beginnt immer mit diesem Moment, dass ein Mensch anerkennt und einsieht, ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt. Und das bekennt, Buße darüber tut und dadurch gerettet wird. Eigentlich so einfach, ja, wenn man so einfach mal kurz darüber nachdenkt, könnte man sagen, mehr nicht, mehr nicht. Aber wir sehen, es gab eine Menge von Menschen, die das nicht hingekriegt haben. Das waren die Schriftgelehrten und Pharisäer, viele andere, die nicht bereit waren, darauf einzugehen. Sie haben sich einen ganzen Haufen von Geboten, Gesetzen gemacht und haben gesagt, wir halten diese Gebote, diese Gesetze und dadurch sind wir gerecht. Wir brauchen das nicht. Genauso wie heute auch sehr viele Menschen in der Welt sind, die sagen, ich bin doch in Ordnung. Ich bin kein Sünder, ich bin nicht schlechter wie alle anderen. Wisst ihr, das ist so der Beruhigungssatz, den sich Tausende oder vielleicht Millionen Menschen auf der Welt sagen, um ihr Gewissen zu beruhigen. Ich bin nicht schlechter wie die anderen. Ich bin sogar besser. Ich tue vielleicht irgendwo was Gutes. Ich denke, wir kennen alle diese Geschichte, die Jesus einmal erzählte, wie zwei Männer in den Tempel gingen zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Ja, und der eine, der Pharisäer, der kam ins Tempel und hat Gott aufgelistet, hat gesagt, Herr, du siehst, ich bin so ein guter Mensch. Ja, so ganz genau hat er es nicht gesagt, aber ich faste zweimal die Woche, ich gebe den Zehnten. Ja, und ich bin kein schlechter Mensch und bin nicht so wie dieser Zöllner. Er hat den Zöllner da hinten gesehen. Und der Zöllner, er hat sein Haupt nicht mal zum Himmel gewagt zu erheben. Er blickte zu Boden und sagte nur diesen einen Satz, Herr, sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, dieser geht gerecht nach Hause, der andere nicht. Wir sehen, Mit was für Kriterien Jesus diesen Weg der Gerechtigkeit abmisst und beurteilt. Es geht Gott einzig und allein darum, dass wir als Menschen verstehen, wir sind Sünder und dass wir das einsehen und sagen, Herr, vergib mir. So wie dieser John Newton, von dem wir heute gehört haben. Ja, Gott musste ihn erst in eine schreckliche Situation führen, in eine ausweglose Situation, in einen Sturm, wo er dachte, jetzt ist unser Leben, unser aller Leben vorbei. Und wo er dann zum Herrn gerufen hat, Gott sei gnädig. Erbarme dich. Und das ist eigentlich der Anfang auf dem Weg der Gerechtigkeit, dass ein Mensch erkennt, ich habe gesündigt, ich bin ein Sünder vor Gott. Und ich brauche Rettung. Ja, Jesus sagt hier zu den Pharisäern, wer hat euch weisgemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn Gottes entrinnen werdet? Ohne Buße, Geschwistern, bleibt der Zorn Gottes über uns. Ohne dass wir unsere Sünden einsehen und bekennen und bereuen, bleibt der Zorn Gottes auf uns. Und das ist schrecklich. Deswegen ist es wichtig, dass wir gerade diesen Schritt im Leben unbedingt auch tun. Wir leben jetzt gerade in der Adventszeit, ja, wir sprechen vor Weihnachten, ja, alles bereitet sich auf die Weihnachtsfreude vor. Eigentlich war die Zeit des Johannes des Täufers war auch Advent. Das ist eigentlich das, was Advent bedeutet. Advent bedeutet Ankunft, ja, oder warten auf die Ankunft des Erlösers, auf den Retter. Und
das Volk Israel, das hat damals auch auf Jesus gewartet, auf den Retter. Und dann kam jemand, der ihn angekündigt hat, und das war der Johannes der Täufer. Aber für viele war das diese Ankündigung nicht passend. Sie wollten sie so nicht annehmen. Ja? Er hat gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Der Retter ist da, der Messias ist da. Er ist Gott aller Götter, Herr aller Herren. Und diejenigen, die da wirklich sich gedemütigt haben, ja, die gesagt haben, ja, wir haben gesündigt, die sind quasi auf den Weg der Gerechtigkeit gekommen. Und die, die es nicht machen wollten, die sind verloren gegangen. Das sind die, die dann Jesus mit solchen Fragen konfrontiert haben. Mit welcher Vollmacht tust du das? Jeder einfache Mensch hat verstanden, dass das nur Gott tun kann. Einmal hat Jesus einen Blindgeborenen geheilt und dann haben die Pharisäer gefragt, wer hat das getan? Und dann haben die sich gestritten, ja, und dann haben sie diesen Blindgeborenen weismachen wollen, dass das ein Sünder ist, dieser Jesus. Er hat gesagt, ich weiß nicht. Soweit ich weiß, hört Gott keine Sünder. Dieser einfache Mann, der sein Leben lang blind war. Aber eins hat er verstanden und gewusst. Er hat nicht studiert, keine Theologie, nichts. Aber er sagt, eins weiß ich. Ich war blind und jetzt bin ich sehend. Und ich weiß auch, dass Gott einen Sünder niemals hören würde und durch einen Sünder solche Taten nicht vollbringen würde. Deswegen, es ist so wichtig, dass wir diesen Weg der Gerechtigkeit damit betreten, dass wir anerkennen, dass wir vor Gott Sünder sind und ihm dienen. Das ist der Weg, der zum Himmel führt. Und dann hat Jesus dieses Gleichnis von diesen zwei Brüdern erzählt. Ja, er sagt zwei Brüder. Dem einen sagt Gott oder sagt der Vater, es sollte ja ein Gleichnis sein über den Vater im Himmel zu den Menschen. Und er sagt, ein Vater hat zwei Söhne. Und zu dem einen sagt er, komm, arbeite in meinen Weinberg. Und er sagt, nein, ich will das nicht. Aber später bereut er das und er geht doch hin und tut es. Und der andere sagt, ja, ich mache das. Und er geht nicht hin. Und Jesus nimmt dieses Gleichnis, dieses Beispiel, um zu zeigen, es gibt Menschen, die haben einen falschen Weg eingeschlagen. Die sind auf dem falschen Weg gegangen. Und hier hat er auch gesagt, die Zöllner und die Huren, die werden eher ins Himmelreich kommen. Das waren Menschen, die waren auf dem falschen Weg, eindeutig. Sie lebten ein sündiges Leben. Aber es gab in ihrem Leben einen Moment, wo sie das verstanden haben. Und die sind umgekehrt. Sie sind umgekehrt. Sie sind zu Johannes gegangen, haben ihre Sünden bekannt, haben sich taufen lassen, haben gesagt, so, wir wollen jetzt auf dem Weg der Gerechtigkeit weitergehen. Aber es gab diese Pharisäer, die gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Und sie haben den Willen Gottes nicht getan. Jesus zeigt ihnen und sagt, ihr seid diese Leute, die eigentlich sagen, wir tun den Willen Gottes, wir wollen ihn tun, aber letzten Endes tut ihr ihn nicht. Ihr geht den falschen Weg. Und möge Gott uns bewahren davor, Geschwister, dass wir wirklich den richtigen Weg der Gerechtigkeit einschlagen. Dass wir wirklich mit dieser Buße unseren Weg der Gerechtigkeit beginnen. Es gibt heute leider in unserer modernen Christenheit sehr viele Menschen, die auch der Meinung sind, das ist nicht nötig. Die oft behaupten, Glaube an Jesus Christus beinhaltet nicht diese Buße. Einfach glauben und du bist gerettet. Aber wir sehen, dass Johannes der Täufer, Jesus Christus, beide eigentlich mit dieser Predigt angefangen haben, ihre Mission. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, wir sind Sünder. Und wir kommen nicht mit unserer eigenen Gerechtigkeit, werden wir niemals vor Gott stehen können und gerecht dastehen können. Niemals. Sondern nur durch Jesus Christus.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir durch Buße zu Gott kommen. Das ist der erste Schritt, das ist das Grundprinzip, durch welches wir auf diesen Weg der Gerechtigkeit kommen und auch bleiben können dann. William Boos, der vor über 100 Jahren auch gelebt hat, ja, wir haben gehört von John Newton, über 200 Jahre schon her. Ja, William Boos lebte dann ein Jahrhundert später. Er hat einmal so eine Befürchtung ausgesprochen und hat gesagt, ich fürchte, dass die Gefahren, die der nächsten Generation, dem kommenden Jahrhundert bevorstehen werden. Und dann hat er einige Dinge aufgelistet. Und eines davon hieß, eine Buße, eine Bekehrung ohne Buße. Er hat also schon vor über 100 Jahren damals diese Gefahr kommen sehen für die neue Generation, dass es viele Menschen geben wird, die versuchen werden, den Himmel zu erreichen ohne Buße, so wie die Pharisäer, die sich eine Religion zusammengesetzt haben. Die haben gesagt, wir wollen dadurch das Ziel erreichen, den Himmel, die Gerechtigkeit durch das Einhalten der Gebote, der Gesetze. Jesus brauchen wir nicht. Hinweg mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Sie haben die Volksmenge überredet zu schreien, kreuzige ihn. Und bis heute gibt es so viele Menschen, die sagen, wir brauchen Jesus nicht. Warum soll ich einen Sündenbock haben, der für mich stirbt? Warum soll ich jemand haben, der für mich da vor Gott eintritt? Es gab in Deutschland lange Zeit so einen Satz, den viele ganz stolz ausgesprochen haben. Ich tue Recht und scheue niemand. Oh, wie schrecklich ist, wenn solche Menschen einmal vor Gott stehen werden und werden versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott geltend zu machen. Und Gott wird sagen, hinweg mit euch. Ich habe euch noch nie gekannt. Deswegen, Geschwister, es ist wichtig, dass wir verstehen, der Weg zu der Gerechtigkeit. Der Weg der Gerechtigkeit beginnt mit Buße, dass wir unser Leben ihm geben. Wir haben heute schon gehört von dem verlorenen Sohn. Ja, bei ihm sehen wir das eigentlich am deutlichsten. Er ist von seinem Vaterhaus weggegangen. Und irgendwann, wo er wirklich im Tiefpunkt seines Lebens angekommen war, da hier heißt es in der Bibel, dann schlug er in sich und sagte, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Die haben alles in Hülle und Fülle und ich verderbe hier und verhungere hier. Und dann trifft er eine Entscheidung und sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen. Das ist der Weg der Gerechtigkeit. Und sagt, ich werde zu meinem Vater sagen, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und mit dieser Entscheidung, eigentlich mit diesem Satz, hat er den Weg der Gerechtigkeit eingeschlagen. Er ging wieder zurück in sein Vaterhaus und er hat das genauso ausgesprochen vor seinem Vater. Er hat gesagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und hat ihn der Vater in die Arme genommen, ja, und lässt ihn umziehen, lässt ihn waschen, lässt ihm neue Kleider geben und sagt, dieser mein Sohn war tot und er ist wieder lebendig geworden. Schwestern, das ist der Weg der Gerechtigkeit. Wenn wir zu Gott kommen, wir haben es heute schon in der ersten Predigt gehört. Ja, ich möchte vielleicht diesen Vers kurz wiederholen. In Jesaja 57 hat der Bruder schon diesen Vers gelesen, den 15. Vers. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Name heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf dass ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Das ist Gottes Weg. Das ist Gottes Wille, das ist der Weg der Gerechtigkeit. Und wir sehen, dass sich im Grunde genommen die ganze Menschheit immer in zwei Kategorien von Menschen aufteilt. Die einen, die das anerkennen und sagen, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich brauche Errettung. Und wenn sie so zu Gott kommen, bekommen sie Vergebung, bekommen ewiges Leben, bekommen die Sohnschaft von Gott durch dieses Erkenntnis, ich bin ein Sünder. Und jeder, der das nicht tut,
er geht verloren. Das ist die andere Kategorie, auf dem breiten Weg ins ewige Verderben. Wir sehen das sogar am Kreuz, als Jesus am Kreuz hing. Auch da hingen zwei Verbrecher quasi neben ihm, zwei Räuber, die neben ihm ans Kreuz genagelt wurden. Und der eine lästert Jesus und sagt, bist du Gottes Sohn, hilf dir selber vom Kreuz und uns. Und der andere hat gemerkt und hat verstanden, hat gesagt, wir verdienen, was wir getan haben. Wir verdienen dieses Schicksal. Wir verdienen diese Strafe, weil wir böse gehandelt haben. Wir sind zu Recht an diesem Ort. Und er spricht zu Jesus diesen Satz und sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Rechts und links neben Jesus zwei Menschen, die auch wieder diese beiden Kategorien von Menschen eigentlich versinnbildlichen. Der eine, der in letzter Minute oder in letzter Stunde seines Lebens seine Sünden einsieht und sagt, ja, ich bin ein Sünder. Ich habe den Zorn Gottes verdient. Ich habe das Gericht Gottes verdient. Und er sagt, Herr, denke an mich, vergib mir. Und er wird gerettet. Jesus sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Der andere sieht das nicht für nötig und geht verloren. So teilt sich die ganze Menschheit in zwei Kategorien. Die eine auf dem breiten Weg, der in die Verdammnis führt, und die kleinere Menge, die durch das enge Tor, durch die enge Pforte auf den Weg der Gerechtigkeit tritt, indem sie sich als Sünder anerkennt und gerettet wird. So wie John Newton, von dem wir heute gehört haben, eigentlich eines der besten Beispiele. Wisst ihr, John Newton, ich habe seine Biografie, eine Kurzbiografie gelesen, der hat diesen Tag seiner Bekehrung, wo Gott ihm wirklich Gnade erwiesen hat, hat er jedes Jahr gedacht. Er hat ihn nicht gefeiert, wie wir heute unsere Geburtstage feiern, sondern er hat sich meistens an diesem Tag irgendwo zurückgezogen und hat Gott gedankt und hat jedes Jahr daran gedacht, hat gesagt, Gott, ich danke dir für diesen Tag in meinem Leben, wo ich deine Gnade erfahren durfte, wo du mich von dem bösen Weg auf den Weg der Gerechtigkeit gestellt hast. Und er hat Gott sein Leben lang gedankt, dass er ihm diese Gnade erwiesen hat. Und ich denke, es ist nicht umsonst so, dass dieses eine Lied, O Gnade Gottes, wunderbar, Originaltitel Amazing Grace, eines der berühmtesten, bekanntesten Lieder weltweit ist. Ich denke mal, in fast allen Sprachen der Welt wird dieses Lied gesungen. Es gibt wohl kaum ein Lied, das öfter gespielt wird, irgendwo aufgeführt wird, wie dieses Lied, Amazing Grace. Warum? Weil es die Gnade Gottes zeigt, weil es die Gerechtigkeit Gottes offenbart und weil Gott damit vielleicht auch jedem Menschen bei jedem Male, wenn dieses Lied irgendwo gespielt, gesungen, aufgeführt wird, zeigen möchte, das ist der Weg der Gerechtigkeit. Erkenne dich als Sünder an und nimm diese Gnade an und du wirst gerettet. So wie tausend andere, wie Millionen von anderen Menschen. Und ganz wichtig auch, der Johannes hat gesagt, tut rechtschaffene Früchte der Buße. Es ist wichtig, dass man, wenn man umkehrt, wenn man auf diesen Weg der Gerechtigkeit kommt, dass man wirklich rechtschaffene Früchte der Buße tut. Wir sehen es bei Zachäus, als Jesus in sein Haus eingekehrt ist. Ich möchte jetzt diese Bibelstelle aus Zeitgründen nicht mehr lesen, aber ich denke, wir kennen sie alle. In Lukas 19, Vers 8 sagt, ja, wo Zachäus sagt, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wo ich jemand betrogen habe, gebe ich es ihm vierfältig wieder zurück. Als er die Gnade Gottes erlebt hat, als Jesus ihn als sein Kind angenommen hat, ihm diese Gnade erwiesen hat, sagt Zachäus, jetzt muss ich aufräumen in meinem Leben. Alles, was ich falsch gemacht habe, will ich wieder gut machen. Und er beginnt ein ganz neues Leben. Buße beinhaltet immer eine Kehrtwende. So wie bei Paulus, erst als Verfolger der Gemeinde, einer, der die Christen gejagt und verfolgt hat, am besten alle töten wollte. Aber dann begegnet ihm Jesus Christus. Er tut Buße, er erkennt Jesus und dann geschieht eine Wende um 180 Grad. Er geht genau in die andere Richtung und fängt an, Jesus Christus zu verkündigen. Seine Gnade, seine Erlösung. Und er predigt nichts anderes, was
auch Johannes der Täufer und Jesus gepredigt hat. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Nehmt Jesus Christus an und ihr werdet gerettet sein. Ihr werdet ewiges Leben bekommen, umsonst. Seid nicht so stolz. Demütigt euch vor dem allmächtigen Gott und er wird euch Gnade erweisen. Geschwister, ich denke, das ist auch für uns heute sehr wichtig. Ja, gerade auch, vielleicht wenn wir in christlichen Familien aufwachsen, ja, dann geschieht oft diese Bekehrung oft so oberflächlich, ja, dass wir oft denken, naja, ich bin so ein feiner Kerl, ich gehe jetzt in die Gemeinde und so automatisch werde ich Christ und automatisch komme ich in den Himmel. Nein. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir alle verstanden haben, ich bin ein Sünder vor Gott. Ich habe den Zorn Gottes verdient, ich bin unter dem Zorn Gottes. Und erst wenn ich das bekenne, wenn ich sage, Herr, ich bekenne das, bitte sei mir gnädig, dann komme ich auf den Weg der Gerechtigkeit. Dann vergib mir der Herr meine Schuld. Und dann darf ich frei und ohne Sünde diesen Weg weitergehen. Möge Gott uns Gnade schenken, dass wir dieses nicht versäumen, dass jeder, der heute auch diese Predigt hört, wirklich sicher sagen kann, ich bin von diesem falschen Weg, von diesem Weg des Verderbens auf den Weg der Gerechtigkeit gekommen. Gott hat mir meine Sünden vergeben und ich bin ein Kind Gottes. Und ich weiß, ich bin auf dem richtigen Weg. Jesus Christus ist mein Herr und Heiland und er wird mich durch seine Gnade in das Himmelreich bringen. Amen. Wir wollen beten und ihm dieses auch sagen.